Heute schauen wir uns mal ein paar Fragen an, die ihr als Finanzfluss-Community uns bereits gestellt habt. Dazu haben wir uns einmal einzelne Kommentare herausgesucht, wo Fragen enthalten sind, bei denen wir denken, dass sie auch für die gesamte Community interessant sein sollte. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und heute fangen wir mal mit dem ersten Video unserer FAQ-Serie Frag Finanzfluss an, bei denen wir mal ein paar Fragen beantworten werden, die ihr als Community uns bereits gestellt habt. Wir haben uns dazu einige Kommentare, gerade zum Thema passiven Investieren in ETFs, Indexfonds und so weiter herausgesucht, zu denen ich euch jetzt eine Antwort geben werde, die jetzt vielleicht auch etwas ausführlicher ist als nur in der Kommentarfunktion. Wenn ihr zukünftig noch Fragen habt, wollen wir gerne weitere Videos auch zu dem Thema FAQ, Frag Finanzfluss drehen. Von daher postet uns doch gerne unten in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Und ja, wir werden, wenn das für die gesamte Community interessant ist, diese Fragen dann gerne in weiteren Videos aufgreifen. Kommen wir gleich mal zur ersten Frage. Simon fragt uns, was der Unterschied zwischen einem Index und einem ETF ist und ob der Unterschied darin besteht, dass man ETFs an der Börse handeln kann und Indizes nicht. Das ist schon mal richtig. Also ja, Indizes kann man nicht handeln, kann man nicht direkt kaufen. Ihr könnt zum Beispiel nicht den DAX an sich kaufen und auch keinen MSCI World an sich kaufen, sondern wenn ihr einen Index abbilden möchtet, müsst ihr einen Indexfonds oder ein ETF kaufen, wobei ein ETF selbst auch ein Indexfonds ist. Das heißt, der ETF ist ein Finanzprodukt, das sich auch tatsächlich handeln lässt und der Index ist tatsächlich nur ein Barometer. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel des DAXes. Der DAX ist ja ein Barometer für die deutsche Börse oder für die 30 größten Unternehmen und somit zeigt er ungefähr den deutschen Aktienmarkt widerspiegeln. Jetzt, wie entsteht ein Index? Ein Index entsteht halt dahin, dass der Herausgeber des Index, für den DAX ist das zum Beispiel die Deutsche Börse, die 30 größten Aktiengesellschaften von Deutschland nimmt und schaut, wie entwickeln sich die Kurse. Jedes einzelne Unternehmen bekommt dann ein Gewicht und daraus wird dann ein Indexkurs gebildet. Dieses Produkt kann man damit nicht kaufen, da die Deutsche Börse keine Aktien von den einzelnen Gesellschaften kauft. Wenn man dieses Produkt aber jetzt kaufen möchte und ein Finanzprodukt draus machen möchte, dann kommt ein ETF ins Spiel, der genau diese Gewichtung des Indexes übernimmt. Und dieses ETF kauft dann die einzelnen Unternehmen mit der Gewichtung. Das bedeutet, es kauft dann zum Beispiel 1,2% Allianz, es kauft 0,5% Bayer und so weiter, bis der gesamte DAX abgebildet ist und dieses Produkt kann man dann kaufen. Hierzu vielleicht auch nochmal ein Beispiel aus einem etwas anderen Markt, der weniger liquide ist, zum Beispiel dem Immobilienmarkt. Es gibt ja verschiedene Indizes, die auch Preise oder durchschnittliche Preise für Immobilien anzeigen. Wenn man jetzt zum Beispiel den Immobilienindex für London nehmen würde, dann nimmt man sich einfach verschiedene Immobilien, zum Beispiel Gewerbeimmobilien oder Privathäuser, also verschiedene Kategorien, aus verschiedenen Vierteln in London und schaut sich die Preisentwicklung an. Das wäre dann der Index. Wenn man jetzt allerdings ein Produkt darauf herausgeben möchte, wie zum Beispiel ein Immobilienfonds, ein Indexfonds, der diesen Immobilienindex abbildet, dann müsste dieser Fonds tatsächlich repräsentative Immobilien kaufen. Also er müsste Gewerbeimmobilien kaufen, private Wohneinheiten und so weiter in verschiedenen Stadtteilen in London. Einfach nur als Beispiel zur Veranschaulichung, wo der Unterschied zwischen einem abstrakten Index liegt und einem tatsächlichen Finanzprodukt, das ihr dann auch kaufen könnt, und wo dann auch wirklich Geld investiert ist, wo nicht nur beobachtet wird, wie nur beim Index. Kommen wir direkt zur zweiten Frage. Powerflow YouTube fragt uns, warum man für das passive Investieren eigentlich immer ETFs nimmt und ob man nicht breit gestreute Aktienfonds, also normale Aktienfonds oder Dachfonds nehmen kann. Ob das tatsächlich an den Kosten liegt, fragt er. Es gibt diverse Unterschiede zwischen einem in Anführungszeichen normalen Aktienfonds und Dachfonds und einem ETF. Der Hauptunterschied in der Regel liegt daran, dass Aktienfonds und damit auch Dachfonds aktiv gemanagt sind. Das heißt, es gibt einen aktiven Fondsmanager, der sich einzelne Wertpapiere heraussucht und versucht, richtig zu timen und die richtigen Aktien zu kaufen, herauszufinden, welche vielleicht zu teuer sind und welche zu billig sind, um dann eine Überrendite, also besser als der Markt, zu performen. Das ist der aktive Ansatz von in der Regel Aktienfonds und Dachfonds. Ein ETF hingegen ist total passiv. Das bedeutet, dass ein ETF nur einen Index abbildet, also versucht, diesen Index zu kopieren, ohne die Absicht zu haben, diesen Index schlagen zu wollen.
Aus diesem Grund braucht man für einen aktiven, normalen Aktienfonds ein Fondsmanagement, auch mit einer ganzen Rechercheabteilung, die halt die ganzen Unternehmensdaten durchgehen und so weiter, was beim ETF eben nicht notwendig ist. Beim ETF reicht im Endeffekt ein Computerprogramm, das sich anschaut, okay, Aktie A, B, C, D sind im Index enthalten zu dem und dem Gewicht und genau so wird das jetzt in unserem ETF abgebildet. Und daher kommt auch dann der Kostenunterschied. Deswegen sind aktiv gemanagte Fonds in der Regel deutlich teurer als ETFs. Diese Kosten rechtfertigt das aktive Fondsmanagement natürlich, dass sie sagen, okay, wir versuchen eine Überrendite zu erwirtschaften, wir versuchen mehr als der Markt zu machen und deswegen ja, kosten wir auch etwas. Dass das in den meisten Fällen nicht funktioniert, können wir in einem anderen Video vielleicht nochmal genauer drauf eingehen. Und deswegen benutzen wir für die passive Investitionsstrategie auch ein passives Produkt, nämlich den ETF, der auch deutlich, deutlich günstiger ist als normale Aktienfonds. Ich hoffe, ich konnte deine Fragen damit beantworten. Ja. Falls noch zusätzliche Fragen zwischen Investmentfonds und ETFs bestehen, postet es uns gerne unten in die Kommentare und dann machen wir euch nochmal ein separates Video dazu, was die Vorteile und Nachteile der beiden Produkte sind. Auch Kai hat eine Frage zum Thema ETFs. Er fragt nämlich, warum es so viele unterschiedliche ETFs auf den MSCI World Index gibt und ob es nicht vielleicht doch mehr Sinn macht, in einen Areo-Fonds zu investieren. Nehmen wir die Frage erstmal auseinander, nämlich warum gibt es so viele ETFs auf einen einzigen Index? Es würde ja eigentlich reichen, wenn es einen einzigen ETF gibt auf einen DAX, einen ETF gibt auf einen MSCI World und so weiter. Das liegt daran, also dass es so viele unterschiedliche gibt, liegt daran, dass es verschiedene Replikationsmethoden gibt, verschiedene Anbieter auf dem Markt gibt und verschiedene steuerliche Herangehensweise. Was meine ich damit? Replikationsmethode ist, es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Index abzubilden. Es gibt grundsätzlich die physische Abbildung, dann würde der Fonds tatsächlich hingehen und jedes einzelne Unternehmen kaufen. Und es gibt eine sogenannte Swap-Abbildung, wo der ETF-Anbieter, kurz gesprochen, einen Tauschabkommen mit einer Bank abschließt. Dann, neben der Replikationsmethode, gibt es auch noch unterschiedliche Anbieter. Das bedeutet, jeder Anbieter, wie zum Beispiel Comstage oder Xtrackers von der Deutschen Bank oder iShares von BlackRock, die größten ETF-Anbieter, jeder möchte seinen eigenen ETF auf den Markt bringen, der kleine Unterschiede hat, zum Beispiel in der Replikationsmethode oder in der steuerlichen Betrachtung. Und jeder möchte seinen eigenen ETF auf den Markt bringen, um es dann über seine Vertriebskanäle zu verkaufen. Xtrackers werden zum Beispiel größtenteils über die Deutsche Bank verkauft, Comstage dann über die Comdirect und so weiter. Aus diesem Grund gibt es halt verschiedene ETFs für einen einzigen Index. Das kann natürlich ein bisschen nervig sein, weil man, wenn man einen Index abbilden möchte, sich auch den richtigen ETF dazu aussuchen muss. Dazu gibt es aber Websites, die ich zum Beispiel sehr gut finde, wie zum Beispiel justetf.com, wo ihr euch den Index heraussuchen könnt und er zeigt euch dann an, welche verschiedenen Fonds es gibt und dann könnt ihr euch da reinlesen. Im Rahmen unseres Videokurses richtig passiv investieren, werden wir darauf auch nochmal etwas genauer eingehen. Ich verlinke euch das Ganze mal hier oben. Ja, kommen wir jetzt auf den zweiten Teil von Kais Frage, nämlich den Areo, ob es nicht Sinn macht, in Areo der Weltfonds, so heißt dieser Fonds, zu investieren. Areo, vielleicht ein paar Eckdaten dazu, wird von einem Professor aus Mannheim geleitet, der versucht, wissenschaftliche Ergebnisse in einen passiven Investmentfonds umzuwälzen. Er orientiert sich danach auch, was Gerd Kommer gemacht hat in seinem Buch Souverän investieren in Indexfonds und ETFs. Und ich bin ein großer Fan von diesem Fonds, weil er genau diesen passiven Ansatz verfolgt. Der Areo-Fonds investiert zu 60% in Aktien, zu 25% in Anleihen und zu 15% in Rohstoffe. Und einmal im Jahr, nämlich im Februar, wird dieses ganze Portfolio nochmal gerebalanced. Das heißt, es wird wieder die ursprüngliche Asset Allocation aufgestellt. Also grundsätzlich kann man sagen, ich bin ein Fan von diesem Fonds, ist auch sehr günstig und für Leute, die absolut nichts mit dem passiven Investieren machen möchten, also die grundsätzlich nur passiv investieren möchten, aber sich kein eigenes Portfolio aufbauen, ist es ein sehr gutes Produkt. Ihr könnt euer Geld quasi da rein investieren, ohne euch Gedanken über die Asset Allocation machen zu müssen. Auf der Website von Areo könnt ihr auch sehen, wie das Geld aufgeteilt ist, das verschiebt sich auch nicht. Und das war's quasi. Da müsst ihr nur noch diesen Fonds besparen und das war's. Also grundsätzlich ein gutes Produkt. Ich persönlich mache es nicht, weil ich mir mein passives Portfolio selbst aufbauen möchte, weil ich selbst sehen möchte, welche Fonds sind. So kann man besser Angebote nutzen, sich mit dem Thema vertraut machen und mit dem passiven Investieren beschäftigen. Es ist also eine reine Mentalitätssache, ob ihr auf sowas zurückgreift. Eine andere Möglichkeit, wo ihr zum Beispiel überhaupt keine Arbeit habt, wäre zum Beispiel einen Robo-Advisor zu nutzen. Ja, das ist nichts anderes als ein Computerprogramm, in Anführungszeichen, wo ihr euer Geld hingebt und der macht dann für euch die Asset Allocation und rebalanced auch automatisch.
Ansonsten, ja, wenn ihr wissen wollt, wie man wirklich sein eigenes passives Portfolio aufbaut, sind wir ja gerade dabei, den Videokurs Schritt für Schritt hochzuladen. Und wenn ihr noch Fragen zum Thema Areo oder speziell zum Thema Robo-Advisor habt, dann postet es uns doch in die Kommentare und ja, wir machen da noch separate Videos zu. Kommen wir nun zur vierten und letzten Frage von diesem Video Frag Finanzfluss. Und zwar werden wir uns mit der Frage beschäftigen, die Leo uns in unserem Video zum Cost-Average-Effekt gestellt hat. Nämlich, ob es nicht Sinn machen würde, in Hochphasen, also wenn die Kurse an der Börse hochstehen, seine monatliche Sparrate zu reduzieren, also wenig teuer zu kaufen. Und wenn dann die Kurse niedrig stehen, seine monatliche Sparrate zu erhöhen und dann viel billig nachzukaufen. Also im Endeffekt, was er damit ansprechen müsste, ist diesen Cost-Average-Effekt, nämlich wenn es teuer ist, kaufe ich wenig und wenn es billig ist, kaufe ich viel, ob man den nicht verstärken kann. Grundsätzlich ist das ein guter Gedankengang, auf den man sicherlich eingehen kann. Das Problem bei dieser Betrachtungsweise ist einfach nur, wann sind Kurse hoch und wann sind Kurse niedrig? Wenn wir den passiven Ansatz verfolgen, ja, lehnen wir uns ja quasi passiv zurück und versuchen nicht den Markt einzuschätzen und zu sagen, oh, momentan ist er eher überbewertet, momentan ist er eher unterbewertet. Das Risiko ist, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich erhöhe meine Sparrate, weil die Kurse sind in Anführungszeichen niedrig oder wir denken, dass sie niedrig sind, kann es natürlich sein, dass sie danach noch fallen. Dann könnten wir unsere Sparrate nochmal erhöhen und so weiter. Die Frage ist nur, wie häufig können wir unsere Sparrate erhöhen und wann denken wir, dass wir zum Beispiel in Peakphasen sind an der Börse, also wenn wir auf Hochkursen sind und unsere Sparrate reduzieren. Weil hier könnte das auch oder diese Strategie auch gegen uns spielen. Nehmen wir zum Beispiel an, die Kurse sind relativ hoch, wir reduzieren unsere Sparrate, aber die Kurse steigen noch weiter. Dann würden wir uns ja ärgern und sagen, Mist, jetzt habe ich reduziert, aber trotzdem sind die Kurse noch weiter gestiegen. Von daher, grundsätzlich ist das eine gute Idee und es macht auch Sinn in starken Finanzkrisen, wenn ihr noch etwas Geld unterm Kopfkissen auf dem Sparbuch bei der Oma, wo auch immer habt, nochmal nachzuinvestieren, weil Finanzkrisen offensichtliche Niedrigphasen sind. Ja. Das bedeutet dann zwar einiges an Mut, aber das kann man machen, in Tiefphasen, in Krisen nochmal investieren. Allerdings in Hochphasen zu reduzieren ist riskant, weil wir halt nie wissen, wann das Peak erreicht ist. Und wir dann tatsächlich in einen Timing-Ansatz reinkommen. Und Markttiming ist ja ein aktives Instrument, genau wie Stockpicking. Und ja, von daher sollte man da vorsichtig sein, sollte nicht ständig handeln, wie zum Beispiel in Anführungszeichen bei kleinen Ereignissen, wie jetzt zum Beispiel dem Brexit, wo es jetzt mal einen 10% Kursrutsch im DAX gab, sondern ich würde mich dann tatsächlich darauf beschränken, in Finanzkrisen nochmal etwas kräftiger nachzukaufen. Das macht tatsächlich Sinn. Das war auch schon unser erstes Video zu Frag Finanzfluss, unser FAQ-Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ihr konntet euch in das Thema ETFs, Indexing, Fonds und passives Investieren noch etwas weiter hineindenken. Wenn ihr noch Fragen habt, ich habe es schon erwähnt, postet es uns unten in die Kommentare. Ihr könnt sie uns auch auf Facebook schreiben, auf Instagram, auf Twitter, wo ihr wollt. Folgt uns auch auf diesen Plattformen. Und falls ihr es noch nicht getan habt, würden wir uns auch freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet. Jede Woche laden wir neue Videos hoch zum Thema Investieren, Anlagestrategie. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet. Bis zum nächsten Video.